Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Vorab ein kleiner Tipp von mir. Jeder Elektroautofahrer hat das Recht, sich die TRG-Quote auszahlen zu lassen. Und zwar sind das bis zu 400 Euro pro Jahr bis zum Jahr 2030. Und wer dazu den Link in der Videobeschreibung benutzt, der unterstützt damit meinen Kanal. Vielen Dank schon mal dafür. Übrigens nochmal eine allgemeine Info für alle neuen Abonnenten oder Zuschauer meines Kanals. Es gibt natürlich die EnBW-Ladekarte, die vom ADAC sogar kostenlos ist pro Monat. Damit kann man natürlich auch wunderbar in Deutschland und Europa laden, zu dem Tarif von stellenweise 51 Cent bei EnBW und an sonstigen Ladesäulen eben für 60 Cent pro Kilowattstunde. Aber ich will eben hier wirklich anbieten, mit verschiedenen Ladekarten, dass man auch wesentlich günstiger laden kann. Muss natürlich sich dann eine weitere Ladekarte zulegen, muss halt in der App mal nachschauen, wo die Ladestationen eben sind. Aber wer wirklich sparen möchte oder preissensibel ist, kann eben mit meinen Ladetipps doch mal den einen oder anderen Euro sparen. Und deswegen hier halt meine Tipps. In meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass die ESB jetzt an EnBW-Ladesäulen eine Lizenzgebühr erhebt von etwa 5 Cent pro Kilowattstunde. Da hat es sich tatsächlich jetzt um einen Abrechnungsfehler gehandelt. Ich habe hier einen netten Abonnenten, den Terkana, der das bei sich nochmal getestet, bei EnBW geladen und er sagt, es sind keine Lizenzgebühren obendrauf. Also ganz normal die Preise, wie sie halt hier stehen. Als Beweis hier nochmal einen Auszug der Ladevorgänge. Da kann man links unten erkennen, Tarif 48 Cent pro Kilowattstunde. Übrigens, die Lieferzeiten für diese Tyga-Ladekarte betragen jetzt tatsächlich nur noch 7 bis 10 Tage. Ich kann aber hinten an das Video ranhängen, wie die Tarife aussehen. Übrigens, wer mal ganz gern an einem Audi Charging Hub laden möchte, kann das tun. Und zwar gibt es ja in Nürnberg, Berlin und Zürich solche Charging Hubs, nicht nur für Audi, und kann hier für 35 Cent pro Kilowattstunde laden. Hier seht ihr mich gerade in Nürnberg an so einem Charging Hub. Das ist übrigens sehr interessant dort. Gibt eine sehr schöne Lounge. Man kann sich dort hinsetzen, kann Kaffee trinken oder sich einen Snack kaufen. Ist sehr, sehr schön da. Der nächste Tipp kommt auch vom Taikaner. Wenn ihr mir einen Tipp zuschickt, dann bitte nur per Instagram oder per E-Mail. Und auch nur der Erste, der mir diesen Tipp schickt zu diesem neuen Ladetarif, erhält diese Tasse. Ich kann nicht bei 5, 6 Zuschriften 6 Tassen rausschicken. Das macht für mich da gar keinen Sinn mehr. Es handelt sich hier um die Hundetal Mobilladekarte. Bei der Ladekarte wird eben dreimonatlich abgerechnet. Und zwar kostet die Kartengebühr 18 Euro für 3 Monate und die Rechnungsgebühr beträgt 4,50 € pro 3 Monate. Also insgesamt 22,50 € im Vierteljahr oder 7,50 € pro Monat. Die Tarife finde ich tatsächlich ganz interessant. Gerade wenn man mit AC lädt, hier direkt im Ladenetz für 36 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man im Roaming mit AC lädt, sind das dann 45 Cent pro Kilowattstunde. Mit DC kann man schon mit 40 Cent pro Kilowattstunde laden oder im Roaming mit 55 Cent. Das ist tatsächlich heute schon ein recht attraktiver Preis, muss ich sagen. Besser als EnBW oder andere Ladekarten. Im Ladenetz sind insgesamt 250 Ladepartner integriert. Und insgesamt sind es 188.000 Ladepunkte in Deutschland und Europa, die mit freigeschaltet werden können. Ist natürlich nicht die einzige Ladekarte, die man dabei haben sollte, sondern eine Ladekarte, die halt recht gute Akzeptanz hat und der Preis halt stimmt. Am einfachsten installiert man sich die ladenetz.de App. Da kann man eben schauen, welche Ladepunkte mit freigeschaltet werden können. Oder muss man auch den Filtereinstellungen auf Ladekarte einstellen, weil es gibt ja von vielen Anbietern der Ladenetzanbieter eben keine App, sondern muss halt tatsächlich diese Karte eben so freischalten. Also muss man den Filtereinstellungen auch auf Ladekarte einstellen, damit man wirklich die Ladepunkte erkennen kann, die man auch mit der Karte freischalten kann. Jetzt kommen nochmal zwei sehr interessante Tipps von Stefan D., speziell für Urlauber oder Durchreisende in Frankreich. Und zwar gibt es hier zum einen die Elektra-App. Die bauen Ladesäulen überwiegend in Autobahnausfahrtnähe bei kleineren und mittleren Hotels halt auf. Und da kann man laden für 49 Cent pro Kilowattstunde an DC-Ladesäulen. Und die sind, wie gesagt, noch im Aufbau, aber die haben wirklich sehr attraktive Preise, wie ich finde. Da gibt es, wie gesagt, diese App dazu. Und mit dem Welcome-Code Welcome erhält man nochmal 5 Euro Rabatt. Ein weiterer Tipp vom Stefan, auch für Frankreich, ist EE Charge. Und zwar ist das auch eine Lade-App, speziell auch für Frankreich. Und hier kann man eben an HPC-Chargern für 30 Cent pro Kilowattstunde laden. Die sind auch noch so ein bisschen im Aufbau, aber die werden wohl einige tausend Ladesäulen noch aufbauen. Und wie man hier erkennen kann, tatsächlich 30 Cent pro Kilowattstunde an richtig guten HPC-Ladern. Also ich denke mal, gerade für Frankreich-Urlauber ist das auch ein toller Tipp. Aber wie gesagt, nicht in Autobahnnähe, sondern eher so im ländlichen Bereich. Aber ich denke mal, auch sehr interessant.
Hier nochmal der Hinweis zu dieser Tank-E-Netzwerk-App. Den hatte ich ja schon im letzten Video gebracht, aber ich denke mal, das kann man durchaus hier nochmal mit reinbringen. Das Tank-E-Netzwerk wird von verschiedenen Energieversorgern oder Stadtwerken verwendet. Entweder die Stadtwerke sind im Ladenetz oder eben im Tank-E-Netzwerk, oder sie haben halt gar keine Ladesäulen, keine eigenen und werden halt dann quasi von anderen Betreibern betrieben. Wichtig halt bei der Installation dieser Tank-E-App: wenn man sich dann registriert, gibt es eine ganze Reihe von Energieversorgern oder eben Stadtwerken, die schon voreingestellt sind. Wenn man dann denkt, ach guck mal, hier ist ja mein Energieversorger mit dabei, den wähle ich gleich aus, das darf man eben nicht machen, sondern man muss tatsächlich hier nur die Stadtwerke Solingen auswählen, weil nur die diesen Toppreis eben haben. Also wichtig, bei der Registrierung nur Solingen auswählen und danach halt weitergehen. So, jetzt haben wir hier diese Tank-E-App offen. Da wollen wir mal nach den Preisen schauen. Muss man natürlich jedes Ding extra anklicken, das ist klar, sonst wäre es zu einfach. Hier haben wir zum Beispiel einen Preis von 39 Cent pro Kilowattstunde plus eine Startpauschale, die habe ich eigentlich immer hier gefunden, von 49 Cent. Das heißt, wenn man 50 Kilowattstunden lädt, dann kommt etwa auf den Strompreis 1 Cent obendrauf. Da sind wir dann bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Und das kann man hier unten natürlich auch starten an der Stelle in der App. Dann wollen wir mal eins zurückgehen, mal gucken, was wir hier noch finden. Mit Ionity, A3, CCS, was haben wir da? CCS. 77 Cent pro Kilowattstunde, klasse. Und eine Startpauschale von 97 Cent. Das heißt, ich komme da irgendwie bei 78 Cent oder was raus, wenn ich hier laden wollte. Das macht für mich keinen Sinn. Und ich habe, wie gesagt, bei sehr vielen Ladesäulen mal nachgeschaut und überall steht irgendwas von 38 oder 39 Cent pro Kilowattstunde. Ich habe bei AC-Ladesäulen, glaube ich, keinen höheren Tarif gefunden. Also hier 38 Cent plus Startpauschale 48 Cent. Da kommen wir dann zum Schluss bei 39 Cent raus, wenn ich etwa mit 50 Kilowattstunden geladen habe. Und es gibt eine sehr, sehr hohe Netzabdeckung, wie ich finde. Die ist besser wie im Ladenetz. Bei mir im Ort sind verschiedene Ladesäulen von verschiedenen Anbietern. Und da ist tatsächlich nur eine dabei, die im Ladenetz integriert ist, die ich freischalten kann. Und alle anderen sind in anderen Netzwerken, wo ich halt immer gucken muss, muss ich jetzt irgendwie eine B-Charge-Ladekarte nehmen oder geht es vielleicht mit der Enel X, was ich vorher noch genommen habe. Und bei der Tank-E sind tatsächlich irgendwie ein Haufen Ladesäulen drin. Das ist echt klasse. Man kann die Tank-E-App tatsächlich hier in ganz Deutschland recht gut verwenden. Im Ausland natürlich gar nicht. Aber dafür, dass die Netzabdeckung hier in Deutschland so gut ist, würde ich tatsächlich sagen, die macht Sinn. Was meint ihr dazu? Jetzt habe ich nochmal eine Ladenetzkarte von der Thyger. Und zwar kommt das von der Thyger Energie. Die haben also wirklich noch aktuell super Preise, wie ich finde. Hier mal runterscrollen. Da steht AC-Laden. Bis 19,99 Kilowattstunden kostet die Kilowattstunde 33 Cent, also brutto 39 Cent. Und ab 20 Kilowattstunden dann brutto 35 Cent. Das heißt, die ersten 20 Kilowattstunden werden mit 39 Cent berechnet und jede weitere Kilowattstunde wird mit 35 Cent berechnet. Das heißt, wenn er 40 Kilowattstunden ladet, bezahlt er für die ersten 20 Kilowattstunden 7,80 Euro und für die zweiten 20 Kilowattstunden nur 7 Euro. In der Summe halt 14,80 Euro. So kommt ihr eben auf einen Schnitt von 37 Cent pro Kilowattstunde bei der gesamten Ladung. Ich habe hier meine Ladung gemacht mit 47,17 Kilowattstunden und die ersten 20 Kilowattstunden wurden, wie gesagt, mit 7,80 € berechnet und die zweiten 27,17 Kilowattstunden wurden halt mit 9,51 € berechnet. Und in Summe sind das eben diese 17,31 €, wenn man halt die 7,80 € und die 9,51 € zusammenzählt. Und das, wie gesagt, im Roaming und im Nicht-Roaming. Also ihr könnt wirklich an allen Ladesäulen im Ladenetz für 35 Cent pro Kilowattstunde laden. Und jetzt kommt das nächste dazu, DC-Laden. Wenn ihr hier auch über 20 Kilowattstunden seid, bezahlt ihr 42 Cent pro Kilowattstunde. Und es steht an keiner Stelle irgendwas dabei, dass Ionity eben anders berechnet wird oder Ionity nicht möglich ist. Also man kann hier quasi für 42 Cent pro Kilowattstunde an Ionity laden. Das wird quasi nicht extra erwähnt, aber es ist halt möglich und das finde ich echt super. Jetzt kommen wir zu der Alternative zur Enel X und zwar ist es hier B-Charge. Wer mit der Enel X App schon mal gearbeitet hat, der kommt mit dieser B-Charge App sofort zurande.
Also die ganze Registrierung, das Hinterlegen der Zahlungsmodalitäten ist alles ganz genau gleich. Auch wenn man die Ladestation sucht, das ist wirklich fast dieselbe App. Nur gibt es eben hier andere Paketgrößen. Also, wenn man die App aufgemacht hat, muss man hier oben erstmal seine Adresse eintragen, wie immer. Hier unten kann man die Zahlungsmethode eintragen bei Payment Method. Und hier das Spannende dabei ist halt hier entsprechend diese Tarifrate auszuwählen. Da haben wir hier einmal B-Electric 500. Das sind 500 Kilowattstunden für 175 Euro im Monat. B-Large 250. Das sind natürlich dann 250 Kilowattstunden für 90 Euro im Monat. B-Regular 100, das sind 100 Kilowattstunden für 38 Euro im Monat. Und B-Light 50, das sind dann 50 Kilowattstunden für 20 Euro im Monat. Und da kommen wir dann auf recht akzeptable Tarife. Bei dem größten Paket B-Electric 500 kostet die Kilowattstunde 35 Cent im Schnitt. Bei B-Large 250 kostet die Kilowattstunde 36 Cent. Beim B-Regular 100 kostet die Kilowattstunde 38 Cent. Und beim B-Light 50 kostet die Kilowattstunde 40 Cent. Und das, wie gesagt, an allen möglichen Ladesäulen von Ionity, Aral und weiteren Ladesäulen. Aber nicht bei EnBW. Kann man eben für diesen festen Tarif laden. Und das ist schon echt klasse. Und wie beim Enel-X-Tarif bekommt man hier angezeigt, wie lange der Tarif noch gültig ist. Also in dem Fall wird der Tarif am 9. Mai quasi nochmal erneuert. Man sieht, welchen Tarif man gewählt hat, B-Large 250. Und man kann erkennen, wie viele Kilowattstunden man noch Rest hat in dem Paket, nämlich in dem Fall 232,94 von 250 noch verfügbar. Also eine tolle Kontrolle möglich. Des Weiteren bietet diese App wie auch die Enel-X-App die Möglichkeit, verschiedene Ladesäulen vorher zu reservieren. Wie zum Beispiel diese Aral-Ladesäule kann man im Vorab für 30 Minuten reservieren und wenn man da hinkommt, ist die Ladesäule auf jeden Fall noch frei. So, wenn ich jetzt mir einen Ladepunkt ausgewählt habe, hier zum Beispiel bei Weibersbrunn, einen Schnelllader, klicke ich hier einmal drauf. So, Autobahn A3, steht da, see Details. Jetzt bekomme ich die Ladesäulen angezeigt, da kann ich dann quasi auswählen, welchen ich nehmen kann. Der erste ist zum Beispiel nicht verfügbar, den nächsten könnte ich ja nehmen, klicke da drauf und dann kann ich hier unten über Swipe to Start Charging den Ladevorgang starten. Ich mache es jetzt natürlich nicht, sonst würde jetzt da der Lader gestartet werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei B-Charge das Freischalten über die App doch wesentlich flüssiger läuft. Und da kostet hier eine Ladekarte dazu nur 10 Euro. Also kann man sich direkt mal anschauen. Wer mag, kann sich diesen Gutscheincode mal rauskopieren und in die App einfügen. Da kann man also schon mal für 10 Euro laden an die Ladesäulen. Allerdings kann man das nicht auf die Pakete anrechnen, die man eben dann optional bestellen kann. Aber zum Ausprobieren, denke ich mal, schon mal ganz sinnvoll. Übrigens, wie jeden Tipp, den ihr mir per E-Mail schickt, den ich dann später im Video zeige, winkt eine Strom-Rein-Spaß-Raus-Tasse. Also viel Spaß dabei. Übrigens, alle Links zu diesen ganzen Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer, alle Angaben ohne Gewähr. Schaut bitte immer in die AGBs rein, bevor ihr was bestellt, denn alle Tarife können sich natürlich täglich wieder ändern. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch ja gerne meine anderen Videos auf dem Kanal mal anschauen. Da gibt es zum Beispiel eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder die verschiedenen Ladeparks, die ich schon besichtigt habe, die größten. Oder hier eine Tour an die Costa Brava an einem Tag. Oder ein 500 Kilometer Hypermining mit dem kleinen Tesla Model 3 Standard Range mit 55 Kilowattstunden. Oder vieles mehr.